So, dann machen wir mal weiter. Hier, die stehen mir auch noch zu untätig rum. Dann nehmen wir hier gleich mal den Außenposten ein. So, hier kann er nicht mehr landen. Mein Schiff ist bereit. So, wir gehen dann erstmal hier weiter hoch und gucken, ob er sich hier nicht kackfrech hier ist. Hier noch oben eine kleine Echse aufgebaut hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube doch. Mal sehen, ob das mit denen geht. So, aber ich lasse mir extra mal ein bisschen Zeit, damit ich euch dieses Spiel, was wirklich eigentlich ziemlich, also ist wirklich top, mal in aller Ruhe zeigen kann. So, und wir nehmen jetzt mal den Außenposten ein. Ich habe die Faxen dicke. Und so bewegen sich die Truppen Persiens erneut in die Schlacht. Und hängen alle fest. Ja. Da wechsle ich doch gleich mal auf die 3 und versuche da mal ein paar zu erledigen. Und mein Streitwagen mescht da auch schon ordentlich durch. Wie ihr seht, Blocken kostet natürlich auch, glaube ich, ein bisschen Ausdauer. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Leider hat er keinen feindlichen Held gebaut. Das wäre natürlich auch lustig gewesen, aber wir nehmen hier schon gut ein. So, und ich durchsuche doch gleich mal mit meinem Schiff. Da durchsuche ich doch dann gleich mal mit meinem Schiff die See und gucke nochmal, ob er hier noch irgendwo Boote hat. Es ist jetzt eigentlich auch egal, ob ich Bürger jetzt einfach untätig rumstehen lasse, weil ich habe sowieso gewonnen. Ah, da sehe ich ein Schiff. Jetzt heißt es, wer die stärkeren Truppen hat. Ich versuche ihn ranzuziehen, weil er nicht in Rammposition ist. Okay. Ich bin jetzt leider nicht mit dem Helden drauf, sonst hätte ich euch das mal zeigen können. Ich kann es euch aber aus dieser Perspektive auch gut zeigen. Ziehen! Tiefen! Und los geht's, die Schlacht. So, das läuft jetzt folgendermaßen ab. Entweder sterben sie alle oder wir sterben alle, je nachdem, wem gehört das Schiff. Und ich glaube, das sieht im Moment besser aus für die Römer. Nee, gar nicht. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Super. Mit Held wäre das natürlich jetzt Easy Mode gewesen, aber das soll uns ja nicht schrecken. Gleich gehört mir das letzte Schiff. Und ich glaube, das riecht nach Sieg. Ja, ich habe sowieso gewonnen, weil ich immer weiter nachproduziere. So, gleich wechselt das Schiff die Farbe und dann gehört es mir. So, jetzt habe ich schon 2 Schiffe. Die bauen wir natürlich auch noch weiter aus. Oh, sag mal, muss ich jetzt da hinten? Ist ja auch noch Nebelkarte. Und ich glaube, da sehe ich ein feindliches Schiff. Nee. So. Die haben ja wirklich optimal die komplette Karte ausgebaut. Genutzt. Ah, da sehe ich einen Hafen, alles klar. Nun fertigen Hafen und einen Außenposten.
Hoffen wir mal, dass der Außenposten sich jetzt nicht unbedingt einmischt. Okay, da muss ich zuerst den Außenposten angreifen. Und, ja. Habe ich jetzt hier irgendwo noch was auf der Karte übersehen? Nein. Zerstören wir mal das hier, irgendwelche Hütten, weiß ich nicht, was das ist. So, das bauen wir noch weiter aus. Wir wollen noch weiter Gold kriegen, aber... Ja, ich... Unterstützen wir nochmal unsere Truppen von der vom Schiff. Man kann hier auch nachher noch Katapulte bauen auf den Schiffen, wenn man das... Ich glaube, wenn man den hat hier... Nein, keine Ahnung. Aber jedenfalls nachher kann man noch Katapulte haben und ist auf jeden Fall auch super. Weil dann kann man Inseln wirklich sturmreif schießen. Ja, ich habe doch jetzt gewonnen. Wo ist denn noch einer? Okay, anscheinend versuche ich jetzt einfach mal alle Außenposten einzunehmen. Dafür verwende ich mal eine Armee. Okay. So, und währenddessen versuche ich jetzt einfach mal meine Bürger notgedrungen zu beschäftigen. Zack. 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 So, alle Bürger beschäftigt. Vielleicht sollte ich den hier auch mal platt machen. So, hauen wir uns jetzt nochmal aufs maximale Bevölkerungslimit. Wir werden angegriffen! So, ich hatte ja vorhin von Spezialeinheiten gesprochen. Die Spezialeinheiten, das war zum Beispiel dieser Sichelstreitwagen. Ich glaube, bei den Persern gab es aber auch noch ein paar andere. Das war... Ah ja, hier genau, der Elefantenbogenschütze. Ägypten und Persien haben jeweils Elefanten. Oh, 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 ich glaube, meine Einheiten kriegen ganz böse aufs Omme. Wo ist denn eigentlich mein Held? Na, der gümmelt darum. So, Bevölkerungslimit habe ich erreicht. Ah, alles klar. Gut, dann hau ich die jetzt einfach mal weiter hoch. Warum kann ich die nicht angreifen? Aber was soll's. Gut. Hauen die jetzt mal drauf. Wie ihr sehen könnt, der Turm, mein Turm, gibt langsam den Geist auf. Das heißt, sie werden sich gleich an meinem Bauern vergreifen. Aber haben natürlich nicht mit dem nächsten Turm gerechnet. Die gut, die haben es auch gleich. Ein einzelner Centurio versucht, das zu schaffen. Ja. So, dann kommen wir jetzt hier zur Zusammenfassung. Das ist eigentlich wie in jedem handelsüblichen Strategiespiel. Man kann hier die Zusammenfassung angucken, wie man abgeschnitten hat. 20.000 Militär. So, dann kommen wir jetzt mal zum Militär. Getötete Einheiten habe ich 634. Verloren habe ich 463. Ja, es war eine sehr verlustreiche Schlacht für mich.
ausradierte Gebäude, Format 20, verlorene Einheiten. Hier kann man sich die Zeitleiste, also die Dings angucken, die den Verlauf, wie das passiert ist. Zum Beispiel die Bevölkerung, die Armeegröße, wie meine Bürgeranzahl im Verlauf des Spiels angewachsen ist. Also ziemlich viel kann man sich hier angucken und kann dementsprechend das dann nochmal Revue passieren lassen. Dann haben wir hier die Heldenstufe, hier kann ich sehen, aha, bei 0 waren bei beide, 12 war ich dann Stufe 2, er war bei 14, 4 hat er die Stufe 2 erreicht. Und dann sieht man immer besser, er war aber zum Schluss schon Stufe 8. Ich habe den Helden, glaube ich, doch, stimmt, der ist ja zusammengebrochen bei der großen Schlacht. Ja. Rom hat eigentlich einen besonders fiesen Helden, das ist Caesar, der hat eigentlich gar keine Nachteile, genau wie Alexander ist, aber wesentlich stärker als Alexander und der haut eigentlich alles weg. Besonders nachher, wenn du auf den, oder wenn man auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielt. So, Gesellschaft, Bürger hatte ich 50, er hatte nur 16 Forschungszähler. In der Wirtschaft war ich natürlich in fast allem besser als er. Ruhm hatte er wahrscheinlich mehr Ruhmstatue. Oder mehr Außenposten eingenommen, das weiß ich gar nicht mehr. Insgesamt Verschiedenes kann man hier sehen. Erforschte Karte, Mausklicks, 948, gedrückte Hotcase, 245. Spielterwurf 538. Ist eigentlich selbst nur interessant in Multiplayer-Spielen. Ja. Das war's eigentlich soweit vom ersten. Von der ersten Partie Rise and Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe das so ein bisschen so versucht, so gut zu erklären, wie es geht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach mit der deutschen Version, aber ich wollte das euch einfach so gut wie möglich zeigen und ich finde, da muss dann keine Werbung rein von der amerikanischen Luftwaffe. Ich hoffe, ihr schaltet denn das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Free Games mit einer neuen Runde Rise and Fall und dann wieder mit mir, Oki. Bis dann, tschüss!